Wir möchten kurz festhalten, diesen Tag nochmal zusammenfassen. Es ist gerade 4.54 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. 3.43 Uhr alter Zeit, aber dank der Zeitumstellung okay, 4.43 Uhr. Genau, seit 3 Stunden zählt die Sommerzeit. 3.34 Uhr alte Zeit, 4.43 Uhr neue Zeit, schon klar, leuchtet ein. Okay. Nee, kein Ding, das kann hier mal passieren. Und hatte ich eigentlich schon den Nachtrag gebracht, dass der dritte Mittelohrknochen in der Gehörknöchelchenkette, das ja Stapedius heißt, das ist das lateinische Wort für Steigbügel. Für die Kinder unter uns noch einmal eine kleine Auffrischung unseres Sachkundewissens. Hier das gesamte menschliche Ohr. Unterteilt jetzt in Außenohr, Mittelohr und Innenohr. Das Außenohr, das äußere Ohr, das diese Trichter, diesen äußeren Hörgang darstellen, hat die Funktion der Schallwahrnehmung und Schallorientierung. Das ist anders, wenn der Schall von dort kommt, als wenn er von dort kommt. Das kann mein Außenohr steuern und wahrnehmbar machen. Das Mittelohr beginnt hier am Trommelfell, schön durch diese nette Kindertrommel dargestellt. Danach kommt die Gehörknöchelchenkette. Das sind drei kleine Knochen, die drei kleinsten Knochen, die der menschliche Körper hat. Und der Hammer heißt Malleus, der Steigbügel heißt Incus und einer fehlt mir. Scheiße. Nee, Quatsch. Alles zurück. Okay. Zurück auf Null. Amboss. Nee, das ist der Amboss. Das finde ich auch so rüberbringen. Man muss sich den Schall ja als Druckwelle, als Luftdruckwelle vorstellen. Die Druckwelle kommt hier an, wird über das Trommelfell wahrnehmbar gemacht für die Knochenkette, die Gehörknöchelchenkette. Die bewegen sich entsprechend der Druckwelle, die am Trommelfell weitergegeben wird. Das Mittelohr hat die Funktion der Schallverstärkung. Das heißt, das, was an Druckwelle ankommt, wird nochmal verstärkt und über den Steigbügel da unten an das Innenohr weitergegeben. Man sieht es in diesem blauen Teil. In dieser Schnecke wird der Schall wahrnehmbar gemacht. Also das heißt, das mechanische Wellensignal der Luftdruckwelle wird umgewandelt in ein elektrisches Signal, was durch die Nerven dann fortgeleitet wird bis zum Hirn. So, und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, der liest es besser nochmal nach, denn morgen schreiben wir einen Test. Salut, am Rande übrigens möchte noch die Information nicht vergessen werden, dass das Innenohr auch flüssig... Nee, da kannst du nicht sagen. Du musst das doch anders sagen, weil sonst kann ich ja nicht dazwischen schneiden, ne? Also, Schneider. Eisweit. 1, 2, Polizei. 3, 4, 4, 4, ja. Travian. Also, lass los. Das Innenohr übrigens seines Zeichens ist Flüssigkeitsgefühl. Das heißt, es wird eine Luftwellenübertragung auf eine Flüssigkeit. Nein. Was kommst du da? Wo ist denn markiert? Oui, c'est bon, c'est bon, tu es prêt? Oui. Alors, en français maintenant? Ça ne marche pas en français. L'oreille interne? Non, c'est toi qu'il faut le dire. Oui. Sans demander. Vas-y. Das Innenohr seines Zeichens ist Flüssigkeit. Das heißt, dass die Welle, die vor in der Luft übertragen wird, wird als Flüssigkeit übertragen. Il est en train d'expliquer la fonction de l'oreille. Alors, tu sais la fonction de l'oreille? La fonction de l'oreille? Oui, la physiologie de l'oreille. Vous avez mangé? Non. Ah, le guide. Quoi? Le guide, vous savez la fonction de l'oreille? Écoutez. Was hast du zum Markt von Rebell zu sagen? Es handelt sich dabei um den Markt von Rebell. Wir befinden uns hier im Stadtzentrum, das aus dem 14. Jahrhundert stammt. Und man beachte die Häuser. Man beachte die Wagen vor allen Dingen auch. Man beachte die Touristen, die rückwärts laufen. Man beachte die Häuser, die klein anfangen und groß rauskommen. Wo? Ein gutes Beispiel finden wir leider nicht hier, aber da müssen wir uns in die kleinen Straßen wagen. Ah, okay. Schön. So, nach wie vor sind wir noch am Markt. Hier ist es sehr schön, ein Gebäude. Ich nenne es mal Gebäude, ist hier so ein alter historischer Marktplatz. Das Problem ist, es hat Hunger eingestellt. Aber ob unsere hervorragenden Jagdfähigkeiten ist es gelungen, unser Mittagessen zu fangen? Den werden wir jetzt auseinandernehmen. Aber mal gesagt, getan. Unser Mittagessen sah vorhin leckerer aus, als er noch am Leben war. Aber mein Gott, so ist es halt, wenn Tiere ist, muss man sie auch töten. Seid zufrieden? Ja. Ist das so okay?
Bitte. Herzlich willkommen zur Mittagspause. Am Ende der Mittagspause befinden wir uns jetzt. Wir sind in Revel, heißt der Ort immer noch, auf dem großen, traditionellen alten Markt. Man spricht von einem der schönsten Märkte Frankreichs. Es gibt nichts, was es hier nicht gibt, wie man so schön sagt. Obst, Gemüse, Kuchen, Wein, Fisch, Süßigkeiten, Garn, Karnickel, Blumen, Pizza, Käse, Bücher, Gemüse, Gockel, Schmuck, Eier, hässliche Hunde, Klamotten, Honig, Körbel, Oliven, Gemüse, Obst. Und Gemüse. Ilan. Noch ein kleiner Nachtrag hier aus dem schönen Ort Revel, da unten der Markt, den wir gerade schon gesehen haben. Es ist gerade das eigentliche Highlight Revels. Wir befinden uns direkt vor dem größten Wäscheständer-Fachverkauf, den es hier vor Ort gibt. Direkt nebenan der größte Fußmatten-Fachverkauf. Herrlich. Wenn Sie also noch was im Haushalt zu tun haben sollten, dann kommen Sie nach Revel. Dankeschön. Auf Wiedersehen.